Willkommen zurück, eine neue Folge WoW Shadowlands, die Klassenprobe, heute mal mit dem Schamanen. Und auch da beim Schamanen hatten wir zwei Möglichkeiten, entweder den Elementarschaman oder den Verstärkerschaman. Ich habe mich mal für den Elementarschaman entschieden, da wir ja jetzt schon ein paar Nahkämpfer hatten und ich denke, mit dem Elementarschaman kann man ziemlich gut Schaden fahren. Wahrscheinlich auch mit dem Verstärker-Schaman. Aber wir schauen uns einfach mal den Elementarschaman an. Goblins können das zum Beispiel jetzt auch. Und dann gucken wir doch einfach mal, was es denn hier für Fähigkeiten gibt. Als Elementarschamane kommuniziert ihr mit uralten Geistern und kontrolliert Elementarmächte. Flammenschock setzt Gegner in Flammen und verbrennt sie, während ihr andere Zauber wirkt. Ja, da haben wir schon unseren ersten Dot. Gegen die Zielattrappe ein. Warum bei Feuer aufhören? Wenn Feinde brennen, könnt ihr flüssige Lava auf sie schleudern. Ist Flammenschock auf dem Ziel aktiv, wird der Schaden von Lava-Eruption erhöht. Ah, interessant. Also da bauen die Fähigkeiten schon mal aufeinander ein. Aufeinander auf. Es hat 8 Sekunden Ablenkzeit. Okay. So, jetzt gucken wir nochmal. Oh, wir haben auch eine andere Ressource, nennt sich Malstrom. Wird durch Lava-Eruption zum Beispiel aufgebaut. 400, wenn wir das wirken, während das Ziel brennt. Und Kritten, also das kann auch manchmal auslösen. Dann krittet das. Um Gegner zu überwinden, schleudert ihr hauptsächlich Blitze aus euren Händen. Setzt Blitzschlag ein, wenn keine andere Fähigkeit bereit ist. Setzt Blitzschlag gegen die Zielattrappe ein. Okay, wir machen wieder unseren normalen Lavastoß und jetzt Blitzschlag. Ah ja, also durch den Flammenschock wird manchmal Lava-Eruption instant und krittet dann auf jeden Fall. Der durch eure anderen Angriffe erzeugt wird. Setzt Erdschock gegen die Zielattrappe ein. Wirkt Blitzschlag bei der Zielattrappe, bis euer Malstrom maximal aufgeladen ist. Ah, Blitzschlag macht auch. Macht ebenfalls den Malstrom, okay. Da braucht aber 460, okay. 1200. Oh, haut schon rein. So, los geht's. Jetzt, da ihr all eure primären Angriffsfähigkeiten habt, sehen wir sie uns in Kombination an. Übt eure Angriffe an dieser Zielattrappe. Ja, bisher alles quasi Single Target. Mal sehen, wann wir einen Multi-Target-Angriff bekommen. Auf jeden Fall kracht es ganz schön beim Ele-Schamane. Jetzt habt ihr den Bogen raus. Wolltet ihr schon immer jemanden zum Frosch machen? Das geht mit Verhexen. Als Frosch wird euer Ziel nicht angreifen, doch der Effekt ist vorübergehend. Wird der Frosch angegriffen, verwandelt er sich zurück. Verwandelt meinen Krieger in einen Frosch. Viel Spaß. Manchmal stehen euch auf dem Schlachtfeld mehrere Gegner gegenüber. Glücklicherweise habt ihr dafür den Kettenblitzschlag. Wenn ihr Gegner mit Kettenblitzschlag trefft, springt der Blitz über und fügt allen Gegnern in der Nähe Schaden zu. Setzt Kettenblitzschlag gegen mehrere Gegner gleichzeitig. Bis 5 Ziele. Wow. Das ist wirklich viel Damage, der hier kommt. Und pro getroffenem Ziel 4 Malstrom. Also beim AOE. Ich brauche ein Ziel. Beim AOE haut er hier ganz schön. Ganz schön Malstromaufbau rein. Und heilen können wir uns auch noch. Hervorragend!
Ihr habt Schaden erlitten, für euch aber kein Problem. Die Elemente können zerstören, doch ebenso können sie wiederherstellen. Ah, Totems haben wir noch keine bekommen. Setzt heilende Woge ein, um eure Gesundheit aufzufüllen. Und standardmäßig seht ihr auch, wie viel ihr voraussichtlich heilt, wenn es kein Crit ist. Könnt ihr den Elementarmächten Körper schenken, damit sie euch im Kampf unterstützen. Ja, Elis. Ruft euren Elementar jetzt mit Feuerelementar. 3 Minuten Abklingzeit. Ausgezeichnete Arbeit. Und da hält 30 Sekunden. Die Zielübungen sind vorbei, Champion. Zeit zu zeigen, was ihr gelernt habt. Den können wir übrigens nicht selber steuern hier. Keine Pet-Leiste, sondern der agiert wahrscheinlich automatisch. Entfesselt die Elemente, um zu siegen. Okay. Dann gegen zwei Gut Gegner. Schauen Ob gegen zwei mal, Gegner Kettenblitzschlag schon sinnvoll ist. Also wir werden den Flammenschock auf jeden Fall draufhauen. Um Lava-Eruption brocken zu können. Falls es kommt. Ansonsten ist, glaube ich, Kettenblitzschlag schon ab zwei Gegnern sinnvoll. Verhexen wollten wir ihn eigentlich nicht. Ach, guck mal, der hält sogar über den Frosch aus, teilweise. So, und jetzt bei einem Ziel können wir halt mit Blitzschlag agieren. Okay. Ja, das ist die Frage, ab wie vielen Zielen ist Kettenblitzschlag sinnvoller als die normale Rotation? Ist das etwa zu den Waffen? Ja. Die Geißel greift an! Also hier können wir definitiv Kettenblitzschlag reinhauen. Schön den Flammenschock mit drauf. So, jetzt möchten wir uns mal hochheilen. Unser Feuerele kann auch noch mal mithelfen. Ich muss zuerst etwas anvisieren. Springt da hier über? Nee. Jetzt springt es wieder über. So, hochheilen wäre auch nicht schlecht. Oh, der Erdschock, der haut wirklich rein. Ja, also hier sind die Shortkeys definitiv wichtig, dass wir hier das schnell einsetzen kann. Okay, leider noch nichts mit Totems bekommen. Für die Schlacht. Da hinten wird noch gekämpft. Zauberbuch und den Talentbaum, um weitere erlernbare Fähigkeiten zu finden. Für die Horde! So, jetzt will ich doch mal nachgucken, wer hier Totems stellen kann. Hier haben wir auch irgendwie nichts mit Totems. Hier haben wir Totems. Also der Heiler kann dann Totems stellen. Okay, gut. Dann haben die das so ein bisschen umgeändert. Alles klar. Okay, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Und ihr seid auch beim nächsten Mal wieder mit dabei, wenn wir uns noch ein paar letzte Klassen ansehen werden. Bis zum nächsten Mal. Ciao.